Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 16. Im letzten Part, der jetzt schon einige Tage her ist, haben wir das Kristalldominium komplett befreit. Wir haben dort aber festgestellt, dass ein Angriff auf das Kristalldominium geplant war. Nämlich Prinz Dion, der auch gleichzeitig Bahamut kontrolliert, beziehungsweise selber Bahamut ist, der hat eben diesen besagten Ort angegriffen, wurde dann von Joshua aufgehalten und wir haben, nachdem das Kristalldominium nach und nach zerstört wurde, es trotzdem gewagt, natürlich Joshua zu retten bzw. uns gegen Bahamut zu stellen. In einem sehr, sehr langen und epischen Fight haben wir es dann am Ende geschafft, Bahamut zu besiegen. Zwischenzeitlich sind wir dann fusioniert mit Joshua zusammen. Und der Kampf, der war so dermaßen krass. Also bis dato auf jeden Fall der geilste Kampf im Spiel. Ob das Ganze noch getoppt werden kann, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sind wir mittlerweile wieder im Versteck angekommen. Und wenn ihr ganz genau hinhört, ist auch die Musik des Verstecks mittlerweile anders geworden. Es ist auch viel passiert seitdem. Unter anderem wissen wir natürlich, dass Ultima hinter all dem steckt, was uns vorgefallen ist. Und wir müssen auf jeden Fall noch schauen, was da noch passieren wird. Genau, Ultima hat auch das Primo Genesis rausgehauen. Das bedeutet, der Himmel ist mittlerweile verdunkelt. Ziemlich krasse Wolkenschleier verdecken den Himmel. Alles ist grau und trist. Und all das können wir halt nur beheben, wenn wir diese Primo Genesis aufhalten. Jill geht es ganz gut. Joshua ist immer noch im Bett. Muss sich erholen von den ganzen Wunden, die dieser Kampf von sich getragen hatte. Am Ende ist es auch so gewesen, dass wir erfahren hatten, dass Prinz Dion dann gestorben ist, beziehungsweise mit letzter Kraft hat er dann hier unseren Stiefbruder erledigt und unsere Mutter sich selber das Leben genommen, weil sie dachte, Joshua wäre nur ein böser Geist und er hätte das gar nicht überleben können. Ein tragisches Ende für eine Frau, die trotzdem alles getan hat, um uns zu verraten. Dementsprechend hält sich mein Mitleid in Grenzen. Ich weiß, es ist immer noch unsere Mutter, aber am besten fand ich in diesen ganzen Parts tatsächlich, also abgesehen vom Kampf, die Brandrede, die Clive an seine Mutter gewandt hatte. Wir haben zudem natürlich auch gesehen, dass der König von Zambrek. Also, dass wir hier eben den König von Zambrek dann gesehen haben, wie der gestürzt ist. Und jetzt schauen wir auf jeden Fall mal weiter. Als nächstes müssen wir mit Otto reden. Und wie gesagt, es ist einige Zeit her, seitdem ich das letzte Mal bei Fantasy aufgenommen hatte. Genau, und letztendlich fehlt eigentlich nur noch das Kaiserreich Valut unter der Regentschaft von Barnabas Tamer und seinen Gefolgsmann Hamad, der ja auch hier vor einigen Folgen mal Thema war. Das war genau, als wir gegen Titan gekämpft haben. Dort ist er nämlich dann auch aufgetaucht. Also als wir dann hier Titan vor Ort dann bekämpft haben. Und Barnabas ist der Dominus von Odin. Odin ist also der letzte große Gegner, abgesehen von Ultima. Und dementsprechend werden wir uns jetzt weiterhin erstmal um den Verlauf der Story kümmern. Das Ganze wieder ein bisschen geschmeidiger an. Zuerst quatschen wir mal mit Otto. Otto, wie ist die Lage? Die Lage? Eigentlich wie immer. Abgesehen davon, dass es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf fallen. Genau, alle Mutterkristalle sind mittlerweile zerstört. Geschickt. Noch kam keine Antwort. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Was denkst du, sollen wir tun? Was? Ich? Ich bin nur der Bote. Die Denkarbeit überlasse ich den klugen Köpfen. Vielleicht haben Vivian und Harpo sich schon Gedanken gemacht, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Gut, so. Mach ich. Mamba.
Okay, erstmal Vivian, die ist hier näher dran. Vivian ist allgemein eigentlich sehr, sehr gut. Wenn man jetzt mal gerade nicht weiter weiß, kann man bei ihr gut die Chronik nachlesen. Und alles, was aktuell Jedes Mal, passiert wenn du ist. das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Ich glaube niemand. Dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Ach, sie gehört auch zum Kaiserreich Sambrek, oder was? Sieh uns an, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Geschichtsunterricht bei Vivian. Teil 5, Unter dem glaube ich. unheilvollen Himmel Mehr oder breitet sich weniger. Furcht und Verunsicherung in Valisthea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch. Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das Eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Das war klar. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Wie sich herausstellt, ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Was ich noch sagen wollte, die Minister haben natürlich das Nest verlassen wie Ratten das sinkende Schiff. Aber das ist typisch für solche Leute, leider Gottes. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. So wie ich die kennengelernt Die Gerichte habe. unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar Chocobo-Diebe zu verteidigen, ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Außer von uns. Das war natürlich die Taktik. Weil es ergibt sich natürlich ein deutliches Bild. Alle sind zerstört. Ultima hatte auch immer seine Finger im Spiel. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das von direkter Hand geplant war. Vielleicht steckt sogar noch viel, viel mehr dahinter. Wie gesagt, alles Mutmaßungen, keine Fakten, die ich hier aufzähle, aber Dinge, die nach und nach ein Bild ergeben. Ich bin mir sicher, ihr habt wahrscheinlich schon dasselbe gedacht. So, jetzt. Möglicherweise, aber vielleicht auch nicht. Was sagt Harpokrates? Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer, was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament
und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Ultima ist ja Erwin Teufel. Als göttlich. Erwin Teufel. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht. Denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Mal sehen, was Otto zu Vivians und Hippokrates Überlegungen zu sagen hat. Wie gesagt, der ist schon gut. Oder beziehungsweise, wir haben generell hier so viel Glück mit den guten Leuten. Otto, Hippokrates, Taya, Charon oder Charon. Mit Joshua, Jill und. Natürlich Schledorn nicht vergessen. So, Jill steht schon aufnahmebereit. Clive, wir haben ein Problem. Wie immer. Nur eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. Oh je. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische. Und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Och Gott. Auch. Lubor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage. Na, wir natürlich. Und ich. Machen wir uns schnell auf den Weg. Die kampferprobten Genies hier natürlich. Okay, dann gehen wir jetzt ganz chronologisch vor. Da war Marthas Rast. Boah, ist zu lange her. Lul. Oh nein. Es geht schon los. Der Angriff der Akasischen kam völlig unerwartet. Wer weiß, wann sie das nächste Mal kommen. Halt dein Schwert besser griffbereit, Sid. Scheibenkleister. Wenn dieser Mann nicht behandelt wird, wird er sterben. Aber es sind keine Betten mehr frei. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Martha, schön dich zu sehen. Gleichfalls, Clive. Jill? Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Ärger mit Akasischen? Einen Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Was denkst du, Clive? Dass wir mitkämpfen sollten. Auf euch ist immer Verlass. Also, ich brauche euch am gefallenen Tor. Dort sind die Kämpfe am schlimmsten. Sagt dort gleich, dass ihr helfen wollt. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Schon unterwegs. Glaubst du, es sind so viele, wie Martha sagt? Mehr. Mehr. Ja, ich glaube, nur ein paar wäre natürlich auch ein bisschen wenig. Meinst du, die kommen wieder? Die Hüter, natürlich. Die Hüter. Ach, schaut mal hier. Da werden schon hier so Pfähle hingestellt als Barrikade. Die Siedlung herum werden uns nicht retten, aber vielleicht verschaffen sie uns genug Zeit, um ein letztes Gebet zu sprechen, wenn die Akasischen wieder angreifen.
Nein, beten bringt in dem Fall nichts. Wir müssen handeln. Und das machen wir natürlich auch sofort. Unsere Freunde. 40 ist eh jeder ein Freund. Ja, vor allem aber akasische Gegner. So, ich denke, das wird schnell erledigt sein. Oder? Ich denke doch. Genauso wie mit denen hier. Ah, das haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Alles von Bahamut, die Kräfte. Oh mein Gott. Das sieht ja mal anders geil aus. Ich glaube, da könnte ich mich echt drin verlieben. Wenn das weiter so geht. Das war's. Obwohl, jetzt ist wirklich die Frage, ob es das war. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Wir sind auf Marthas Geheiß hier. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Ich sag ja, unsere Freunde. Aber warum seid ihr hier? Lol. Und wo ist Sir Wade? Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Akasischen kommen. Verstehe. Bringt die Verletzten zurück. Martha wird sich um sie kümmern. Wir kommen nach. Und nun war's das. Sie für Banditen zu halten, wirklich. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horde. Wann sind Wade und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen. Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Martha! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift, aber die Akasischen sind ihnen dicht auf den Fersen und sie haben Verwundete dabei. Sie schaffen es nicht. Verdammt nochmal. Wir übernehmen das, Martha. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Oh ja, da kannst du Gift drauf nehmen, dass wir auf jeden Fall aufpassen werden. Oh, ihr merkt richtig, die Musik, die ist total düster. Das sieht schon nicht gut aus. So, wait. Bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Martha. Was ist mit? Das war ein Befehl, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. Was für ein willkommener Anblick. Martha meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Wir wollten uns vorbeischleichen. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Wie denn auch? Hinter euch! Oh ja, klar. Akasische Riesenschildkröte und Riesenhummer. Sind hier nicht sicher. Können wir ihnen Zeit verschaffen? Wir können's versuchen. Was fehlt noch? Ein riesiger Oktopus oder was? Kämpft ihr mit uns, Sir Wade? Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht.
So, kommt ran. Ich will was sehen hier. Oh. Das tat weh. Das war nicht so nett. Oh, der Angriff, der ist so cool, ne? Ich mag den total. Ah, wartet. Aber wir haben auch die Lebensflamme, die uns natürlich wieder einiges erleichtern wird. So. Natürlich ist der große Adamantal hier in dem Fall kein einfacher Brocken. War ja auch eins unserer Riesenbosse, die wir bekämpft hatten. Oh, ich lasse mich im Moment aber auch von jedem Mist treffen. Ach, guck mal, wie cool ist das denn? Alles doch Gewohnheit, aber wie gesagt, finde ich gut. Haben wir dich hier? Gut, gut, gut. Das 25.000 ist doch gut. Gott, 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 Gott. Reicht trotzdem noch nicht aus, ne? So. Aber gleich. Oh, das war so semi. Perfekter Schild. Komm, 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 komm. Das Schwein müssen wir jetzt umlegen. Dieser akasische Adamant-Taimai, der hat doch ordentlich was auf dem Köcher. Und einmal Lebensflamme, damit das Ding auch erledigt ist gleich. Und trotzdem gefühlt kaum Damage. So gut. Das war's. Jemand verletzt? Ich glaube nicht. Schon wieder habt ihr mich aus den Flammen gezogen. Ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen. Ihr seid nie vor Gefahren zurückgeschreckt, Sir Wade. Ihr seid ein Schild, durch und durch. Wie ich sehe, seid ihr unversehrt. Martha! Ist was passiert? Die Späher haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen. Dicht und schwarz. Eine zweite Horde. Also bringen wir es zu Ende? Immer. Wir gehen sofort nach Eastpool. Könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? Das schaffen wir schon. Ich folge euch, sobald ich kann. Viel Glück. Okay. Ich denke aber, das reicht an dieser Stelle für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns direkt hier dieser Mission weiterhin widmen. Wir müssen weiterhin noch die Probleme komplett in Marthas Rast erledigen. Müssen als nächstes dann nach Rhiannons Ritt uns aufmachen. Schauen wir mal, ob wir im nächsten Part dann es schaffen, die Probleme wirklich komplett hier zu beseitigen, und dann werden wir im Anschluss dann uns den anderen Problemen widmen, die wir noch machen müssen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, bis dann und tschüss.